Oh, Hallöchen. Hallo Bad Dürkheim und hallo Marc Zuckerberg. Der guckt ja auch mit zu, ne? Aber schön hier mal aufzutreten und schön irgendwo aufzutreten, wo nicht gleich ein Puff um die Ecke ist, das ist ja angenehm. Weil wenn du sonst irgendwie in Berlin oder in Hamburg auftrittst oder so, da gehst du nach den Shows raus und da stehen dann die ganzen Prostituierten rum und kommen dann an so, na Lena, hast du Lust? Und ich so, nee, du? Und dann, aber da fällt mir auch ein, das war letztes Jahr am 7. Dezember, einen Tag nach Nikolaus. Da hat mich mein Neffe gefragt, wieso kriegen wir eigentlich Süßigkeiten zu Nikolaus? Und ich so, was ist mit dir falsch? Frisst die Scheiße. Wir geben dir, damit du die Klappe hältst bis Silvester. Und dann sind wir eh besoffen, ist laut draußen. Und ich wusste die Antwort nicht, ne? Und ich habe dann recherchiert und habe ja wirklich mal Nikolaus, ne? Bischof von Myra, im Byzantinischen Reich, hat so einen langen Bart gehabt, hat lange Klamotten getragen, ist so einen Coca-Cola-Truck gefahren. Und der hat von dem Typen gehört, der Schulden hatte. Und der Typ, der Schulden hatte, der hatte drei Töchter und hat die Idee gehabt, seine drei Töchter in die Prostitution zu schicken. Und das hat dann Nikolaus gehört und hat gesagt so, nein, ho, ho, ho. Daher kommt es. Und er hat dann Geld gesammelt, er hat einen Sack getan, ist zu dem Typen gegangen, hat ihm die Schulden bezahlt, hat das Geld durchs Fenster geworfen, damit seine drei Töchter nicht in die Prostitution müssen. Und daraufhin bin ich zu meinem Neffen gegangen und habe gesagt, damit du keine Nutte wirst. Ich muss den Kindern einfach nur die Wahrheit sagen, aber das war gar nicht mein Neffe, das war irgendein Kind auf dem Spielplatz im Prenzlauer Berg in Berlin. Die wohnen da eh hinter laktosefreien Fenstern. Ne? Schwarm. Überhaupt in Berlin ist ja sowieso jeder Künstler. Gehst du in eine Kneipe und sagst, ich möchte gerne ein Bier, dann sagt der Kellner, ich male eigentlich. Dann gib mir einfach das Avocado-Craft-Bier und dann ist gut. Aber das Schöne ist, in Berlin kannst du immer noch ein Mädel beeindrucken, indem du sagst, hey, ich hab einen Job. Ich hab das mal in Hamburg probiert. Ich so, hey, ich hab einen Job. Und die so, du arbeitest? Guck mal, da drüben ist mein Containerschiff. Und ich habe einen Job, ich arbeite als Stadtführer in Berlin. Ich habe einen Job, bin auch übrigens verlobt seit kurzem. Danke. Ey, das Schöne ist aber, sie hat gefragt. Es war sehr romantisch, wir waren auf einer Party und sie hat sich vor mir hingekniet. Und ich habe gesagt, echt hier? Und dann hat sie einen Ring aufgepackt. Naja. Dumme, hat die passt. Und das Blöde ist, jetzt willst du auch einen Ring haben und dreckige Lache hier. Das Blöde ist, jetzt willst du auch einen Ring haben und ich kenne aber ihre Ringgröße nicht. Ne? Und du kannst ja nicht einfach zur Freundin gehen und sagen, Schatz, wie dick sind deine Finger? Dann kommt meistens so, pff, spür's doch. Und ich wollte ein bisschen subtiler herausfinden und man hat ja manchmal so sexy Momente, wo man am Finger lutscht. Und ich habe mir versucht, so die Ringgröße zu merken. Jetzt habe ich aber in jedem Juweliergeschäft in Berlin Hausverbot. Weil echt ein bisschen. Vielleicht klappt das ja morgen früh hier in Bad Dürkheim. So. Gib mal die Patschehändchen her. Salzig. Naja. Naja, jedenfalls, ich arbeite als Stadtführer. Und ihr könnt Stadtführer sagen oder Tourguide oder Guide, aber bitte nicht einfach Herr Führer. Das kommt immer ein bisschen doof. Ich hatte letztens so eine Gruppe Österreicher und die sind so hinter mir hermarschiert. Und das sah ein bisschen dumm aus, weil es war eine Segway-Tour. Und die schreien so quer über den Platz, Herr Führer, Herr Führer, wir haben eine Frage. Ich so, hör auf. Ich hab mich dann rasiert und dann war das okay. Aber viele kommen damit nicht ganz klar. So, Stadtführer, ist das ihr richtiger Beruf? Ich so, nee, ich bin Neurochirurg. Ich operiere Hirne und dann labere ich über Geschichte für 5 Stunden. Folgt dem Schirm. Da hast du auch echt Experten dabei. Ich meine, man entspannt ja ein bisschen, wenn man in Urlaub fährt. Ne? Und manche entspannen ein bisschen mehr. Das sind so Leute, die laufen auf dem Fahrradweg, du klingelst und dann gucken die nach oben. In welchem Land der Welt klingelt das von oben? Ist das katholisch oder kriegen die eine Message vom Papst oder was? Aber ganz speziell sind immer die Amis. Wenn Amis nach Berlin kommen, immer Standardfrage ist immer, warum sind die Ostberliner nicht einfach um die Mauer rumgelaufen? Ja, jetzt wo du das sagst, sind wir nicht drauf gekommen. Danke. Sag's nicht den Mexikanern. Und oder letztes war auch war so ein Pärchen aus Oklahoma. Oklahoma ist so der Thüringen der USA. Und geplante 4 Stunden Fahrradtour und nach 10 Minuten kommt die erste Frage so, excuse me, Sir, warum ist hier jeder so dünn und keiner trägt eine Waffe? Und ich so, Evolution? Und dann, Tour vorbei. Ne? Aber
Aber Standardfrage ist immer, warum hat Hitler seinen Bunker so nah an die Berliner Mauer gebaut? War das nicht gefährlich für ihn? Jupp. Da warst du echt ein bisschen bekloppt. Aber es gibt auch, ich meine, war jemand von euch schon mal in den USA? Bestimmt, oder? Ja, und kennt ihr auch diese ESTA-Anmeldung? Die haben so einen Fragebogen, um Terrorismus zu verhindern, ne? Den machst du heute ein paar Wochen vorm Flug im Internet. Vor ein paar Jahren hat man es noch im Flugzeug gemacht, kurz vor der Landung, was echt ein gutes Timing ist, um dann zu fragen, ob ein Terrorist an Bord ist. Und die erste Frage in diesem Fragebogen ist, sind Sie ein Terrorist, ja oder nein? Zweite Frage ist, sind Sie stark drogenabhängig, ja oder nein? Vielleicht. Dritte Frage ist, haben Sie schon einmal einen Amerikaner oder eine Amerikanerin entführt? Ich meine, wer macht da überall? Ja. Mal gucken. Wer hat sich denn überlegt? Hey John, ich habe eine super Idee, um Terrorismus zu verhindern. Wir fragen die. Super System. Kriegen Amis eigentlich auch Fragen, wenn sie ihr Land verlassen? Wissen Sie, wohin Sie fliegen? Ja oder nein? Wissen Sie, welchen Kontinent Sie besuchen? Ja oder nein? Wissen Sie, was ein Kontinent ist? Ja, das wäre nur fair. Aber deutsche Touris sind nicht viel besser. Deutsche Touris kommen immer an in Berlin und fragen dann, wie hoch ist das Brandenburger Tor? Wen interessiert's? Google den Scheiß. Da sagst du 23,6 Meter und die sagen, aha. Was, jetzt schreibst du auf die Postkarte ruf oder was? Schatz, ich bin in Berlin. Das Brandenburger Tor ist 23,6 Meter hoch. Küsse Günther. Wann genau wurde es gebaut? Mittwoch. Ja. Was ist das für eine Baustelle? Das ist keine Baustelle, das ist eine Performance. Wir möchten dann nur die Maschinen zeigen, die wir bräuchten, um den Flughafen zu beenden. Aber ich hatte letztens auch so ältere Berliner sind auch ein bisschen immer sehr lustig, weil die müssen immer noch ihren Senf dazu abgeben. Letztens war so eine ältere Berlinerin dabei und die hat dann gesagt so, ja, aber Sie haben vergessen, hier war früher mal ein Bäcker. Sagen Sie das auf der nächsten Tour. Und ich so, okay. Und die nächste Tour, die ich hatte, war mit einer Gruppe aus Hongkong. Wir laufen so lang und ich dann so, und hier war früher ein Bäcker. Und die ganze Gruppe so, oh. So, echt jetzt? Na, da gibt es auch Tage, da habe ich auch keinen Bock. Also einfach, jeder kennt das ja. Da gehst du irgendwie auf Arbeit und denkst so, oh nee, heute nicht. Und irgendwie hat letztes Jahr auch so viel geregnet und ich stehe irgendwie am Brandenburger Tor und das schifft und ich habe so einen Einwegponcho an und stehe nur da und denke mir so, oh, ich habe keinen Bock, ich will nach Hause. Und dann kommt die Gruppe um die Ecke und sieht mich und denkt sich, oh, der Vogel ist da. Oh. Die Gruppe kommt immer näher, ich so, oh, Belgier. Und dann habe ich so eine Fantasie, also ich, ist keine Fantasie, ich habe keinen Bock. Wir sind irgendwie am Reichstag oder so und ich denke mir so, nö, heute nicht und gehe einfach dran vorbei. Und die ganze Gruppe hinter mir so, ist das nicht der, nö, ist ein altes Haus, komm. Und das mal so 4 Stunden lang durchzuziehen, das wäre geil. Das wäre schon ein bisschen schwierig. Aber letztens auch, als es noch so kalt war, ne, das war echt arschkalt letztens noch. Und ich verstehe es ja nicht, wenn irgendwie Teenager irgendwie bei minus 12 Grad irgendwie mit knöchelfrei Hochwasserhose, T-Shirt und Blüschen rumlaufen. Ey, was ist denn da los? Ey, die sterben doch. Was denken sich die Eltern? Ach, soll er doch sterben? Ich hab noch Träume. Dann ist doch, was denken die so? Vielleicht findet mich ja eine geil. Niemand findet zitternde 14-Jährige geil. Außer Kevin Spacey. Und... Nein, aber Schulklasse ist auch so ein Ding, wenn die so 14, 15 sind oder so, die können ja auch keine 10 Meter laufen, dann sterben die, sind die Hormone, fallen um, tot. Und die erste Frage bei Schulklassen ist dann immer so, werden die jetzt die ganze Zeit labern? Nö, ihr habt eine 3 Stunden Pantomime-Tour gebucht? Eine Mauertour. Und weil es war nass und kalt und wir laufen lang und nach 10 Minuten setzt sich diese 15-Jährige auf den Boden. Und ich so, mach das nicht, da kriegst du doch Hämorrhoiden. Und dann guckt die mich an und sagt, Hämorrhoiden, ist das nicht ein Sternbild? Da dachte ich, ja klar, gibt die Asteroiden, die Hämorrhoiden, die großen und die kleinen Chlamydien. Und im Sternzeichen war sie Syphilis. Besondere Eigenschaften, das juckt.
Aber es gibt eine historische Persönlichkeit mit Syphilis in der deutschen Geschichte, nämlich Friedrich der Große, der alte Fritz. Ne? Alte Fritz ist bekannt. Ne? Und gibt es viele Legenden über den. Gibt es einmal so Legende, dass er angeblich schwul war. Erstmal, wen interessiert? Ne? In keinem 300 Jahre alten Dokument wird unten rechts stehen, und er war ein bisschen gay. Hm? Und weil es gibt so ein paar Indizien. Er hat seine Frau angeblich nur zweimal im Leben gesehen, bei der Hochzeit und nach dem Siebenjährigen Krieg. Und nach dem Siebenjährigen Krieg kommt er nach Hause, geht an seiner Frau vorbei und sagt: Madame, Sie sind korpulenter geworden. Ein Romantiker. Und hat keine Kinder, keine Affären, baut sich ein Schloss in Potsdam, nennt das Sans Souci, ohne Sorgen, weil da keine Frau reingehen darf. Also könnte man denken, jawohl. Nee, als junger Prinz hat er öfter mal mit hübschen Bäuerinnen rumgeschäkert und hat sich so ziemlich das schlechteste Souvenir geholt von einem One-Night-Stand, die Syphilis. Und die wurde in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts noch operativ behandelt. Also schnappi, schnapp. Gab es einen kleinen Rabatt auf den kleinen Friedrich. Deswegen neue Theorie, Sans Souci heißt gar nicht ohne Sorgen. Souci ist die Kurzversion von Soucis. Ohne Würstchen. Das wäre der historische Beweis für den ersten deutschen König mit Humor. Und er wurde wirklich verrückt über die Jahre, einfach durch die Krankheit, und hat in Schlachten vorne mitgekämpft. Und wenn er drauf geht, ist die ganze Sache vorbei. Ne? Und deswegen hat er immer in Schlachten unter seiner Uniform immer ein rotes Hemd getragen. Damit, falls er getroffen wird und er dann blutet, damit er Kinder mitbekommt. Deswegen immer dieses rote Hemd oder Uniform. Vielleicht hat deswegen Hitler immer eine braune Hose getragen. Hat er wieder geschissen. Ja. Aber ganz oft kommt ja auch immer die Frage so, bist du überhaupt echt der Berliner? Bist du überhaupt echt der Berliner? Das ist eine blöde Frage. Kriegt ihr auch hier so, bist du echte Bad Dürkheim-Möse, bitte gute, BD. Wie nennt man die indigene Bevölkerung hier? Beckenbach? Wie? Bergema? Dergema? Dergema, okay, das muss man erstmal wissen. Dergema. Wo kommt ihr her? Bad Dürkheim. Okay. Na, aber kennt ihr dann auch, ne? Wenn jemand fragt, in Berlin ist immer so, bist du überhaupt echter Berliner? Und wenn du jemanden in Berlin fragst, ist immer so, klar, echter Berliner, vierte, fünfte Generation, echter Berliner. Wie heißt es mit Nachnamen? Buschkowski. Ja. Oder unser alter Bürgermeister, ne? Wovereit. Wovereit ist ein litauischer Name, bedeutet kleines Eichhörnchen. Wie passend. Und ja, Berlin ist groß geworden, ne? In sehr kurzer Zeit. 1871 hatte Berlin ungefähr 800.000 Einwohner und 60 Jahre später waren das 4,6 Millionen. Ne? Das haben die nicht durch Bimpern geschafft. So, was, schon wieder? Na gut. Fürs Reich. Und kamen viele Polen, viele Calvinisten, die lebten die Lehren von Calvin Klein und glaubten an CK1. Und ja, merkt man auch an der Sprache. Zum Beispiel, wir benutzen ja, also wir haben ja viel Französisch, ne? Boulette, trottoir, bon chance, malheur, monsieur und pff. Und Jiddisch benutzen wir auch jeden Tag, Jiddisch. Zum Beispiel, kennt ihr den Spruch, es zieht wie Hechtsuppe. Kennt ihr, oder? Wenn es so kalt im Nacken zieht. Schon mal Hechtsuppe gegessen? Nee, schmeckt auch total schulle, ne? Das kommt von Hecht super und bedeutet starker Wind. Was machen wir daraus? Zieht wie Hechtsuppe. Oder Hals- und Beinbruch, ne? Ist nett gemeint, klingt aber ein bisschen brutal. Kommt von Hotzla Iberacha und bedeutet Glück und Segen. Was machen wir daraus? Hals- und Beinbruch. Oder guten Rutsch, ne? Haben wir alle gesagt, Anfang des Jahres, ne? Guten Rutsch oder davor. Und hat nichts mit Rutschen zu tun, kommt von Gott, Rosh, Ha, Shana und bedeutet guter erster Jahrestag. Was machen wir daraus? Guten Rutsch. Oder Malochen, kommt von Melacha, die Arbeit. Oder Mischpoke, kommt von Mischbacha, Familie. Oder Ische, ne? Kommt von Isha, die Frau. Oder Meschugge von Meschuga, verrückt. Also, was ich eigentlich sagen möchte, wenn ihr nächstes Mal so einen Nazi seht oder so einen Hobby-Antisemiten oder so einen Reichslegastheniker und der sagt dann, oh, ich muss mal lochen und dann zu meiner Ische, ich werde Meschugge, wenn der wüsste. Ja? Okay. Okay. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich bin eigentlich gebürtiger Dresdner. Bin ja nur geboren, kann man sich nicht aussuchen, deswegen schreien die meisten Babys bei der Geburt und fragen, wo bin ich? Ah, in Dresden. Nee, und bin ja nur geboren, als ich nämlich 4 Jahre alt war, das war 1988, sind wir aus Dresden, DDR, in die Sowjetunion gezogen, weil DDR war nicht scheiße genug. Und das haben mir meine Eltern erzählt. Ich glaube, wir sind da nicht hingezogen. Ich glaube, wir waren auf der Flucht und mein Vater ist einfach falsch abgebogen. Ja? Riesenstreit im Auto, ich brauche keine Karte. So, toll. Moskau. Versuch hier mal umzudrehen. Nicht.
Und sehr, sehr, sehr spannende Zeit gewesen auch. Ich habe mir viele Gedanken gemacht über Russland. Und ich glaube nicht an Verschwörungstheorien, aber ich habe da eine. Pass mal auf. Die Führer von Russland der letzten 130 Jahre, pass mal auf, Zar Nikolai II., der letzte russische Zar, hatte volles Haar. Dann kam Lenin, Glatze. Stalin, volles Haar. Khrushchev, Glatze. Brezhnev, volles Haar. Andropow, Glatze. Tschernenko, volles Haar. Gorbatschow, Glatze. Jelzin, volles Haar. Putin, Glatze. Medvedev, volles Haar. Putin, Glatze. Medvedev, volles Haar. Putin, Glatze. Medvedev, volles Haar. Putin. Ist das nicht irre? Russland wird von der geheimen Lobby der Haarwuchsmittelhersteller regiert. Ja? Die haben da ein System, das ist Haare Glatze und nicht. Gut. Und das amerikanische System ist viel, viel einfacher. Sind wir dumm, klug, dumm, klug, dumm, klug, dumm, klug, dumm, klug, Trump. Es ist. Aber das französische System ist auch sehr spannend. In Frankreich ist ein bisschen komplizierter. Hat mir letztes Jahr im Mai hat sich das ja wieder bestätigt. In Frankreich ist das System so: klein, klein, groß. Klein, klein, groß. Klein, klein, groß. Oder wie man in Frankreich lernt, petit, petit, grand. Petit, petit, grand. Petit, petit, grand. Le président. Und ja, jetzt haben sie Macron, der ist ein bisschen größer. Und davor hatten sie Hollande und Sarkozy. Und Hollande war ein sexy Präsident. Es war ein Präsident mit einer Libido. Wisst ihr, man hat seine fliehende Stirn gesehen und hat gesagt, purer Sex. Und okay, das ist jetzt 4 Jahre her. Da war François Hollande gerade Single, ne? Single. Und hat er mit den 3 hübschesten französischen Schauspielern gebimpert. Ne? Das war ein Riesenskandal in Europa, außer in Frankreich. In Frankreich haben die gesagt, vive la France. Und da kamen die ganzen Bilder raus, Riesenbilder, Zeitung und so weiter. François Hollande auf dem Roller und spricht mit seinem Bodyguard und sagt, ah, geh weg, ich habe Sex. Und dann hat er diesen Helm getragen und der Helm hieß Dexter oder so. Und die Firma, die diesen Helm hergestellt hat, hat sich gedacht, wir können daraus Kohle machen und haben den Helm umbenannt in Le Président. Und jeder hat sich diesen Helm geholt, ist durch Paris gefahren. Ich habe Sex. Und ich hatte das Bild so stark vor Augen und dachte so, ey, stell dir vor, die Merkel würde sowas machen, ne? Fährt komplett rattig durch Berlin. Haare im Wind. Auf dem Elektroroller. Fährt dann irgendwie zu Till Schweiger oder so. Steht bei ihm vor der Haustür mit der Raute. Sagt, wir schaffen das. Und dann sagt Till Schweiger seinen berühmten Satz. Nee, nee, nee. Der kriegt den nie wieder aus dem Kopf bei der nächsten Pressekonferenz, wenn sie die Raute macht. So, pack die Roller weg. Ja, so eine Gedanken habe ich manchmal. Aber es ist schön. Manchmal sieht man die auch in Berlin irgendwo im Supermarkt und da stehen meistens so 4 Bodyguards drumherum und die stehen dann da so, oh, ich brauche noch Butter. Und das ist eigentlich immer ganz spannend. Und aber als ich zurückgekommen bin aus Russland, ich habe als Kind gedacht, ich habe absolute Superkräfte, weil ich habe die DDR verlassen, DDR war weg. Ich habe die Sowjetunion verlassen, Sowjetunion war weg. Habe ich kurz in Bielefeld gewohnt, papau. Ne? Macht man sich schon Gedanken. Ne? Und ja, aber obwohl ich viel mit Leuten zu tun habe, ich habe die letzten Jahre trotzdem alleine verbracht. Also zu Weihnachten hauptsächlich. Als ob euch das interessiert. Aber es war okay, in einer kleinen Butze im Wedding, das ist in Berlin. Also nicht so eine schönste Ecke, so Harald Junke kommt daher, Leberzirrhose ist ein Lebensziel. Und so eine kleine Butze, 32 Quadratmeter, Dusche in der Küche, kein Abwaschen und mich. Und ich habe es mir Weihnachten immer echt gemütlich gemacht. Ich hab mir 2 Kästen Bier geholt, habe mir vietnamesisch Essen bestellt, habe da ein bisschen geweint, weil es war sehr scharf. Und habe mir ein tschechisches Märchen geholt aus der Videothek. Und dann immer so nach 9, 10, 11 Weihnachtstagen hat dann immer so ein besorgter Kumpel angerufen, so, hey, Stefan, ist doch Weihnachten, komm doch zu uns. Pass auf, meine ganze Familie ist da, du musst nicht alleine sein, wir haben Essen und die Tränke, wir würden uns echt freuen, gib dir einen Ruck, komm zu uns. Und ich so, Alter, lass mich in Ruhe, alle tutti. Ich hab Kasten Bier aufgemacht, ich hab die Heizung aufgedreht, tschechische Märchen hat gerade angefangen, hau ab, alle tutti hier. Stefan, du musst es nicht überspielen. Wir wissen, dass du alleine bist. Pass auf, wir haben Essen, Getränke, meine Familie ist da, wir würden uns echt freuen. Und weißt du was, wir haben sogar ein Geschenk für dich. Also komm, du musst Weihnachten nicht alleine sein, komm zu uns. Fick dich. Ich bin nackig.
Ich habe einen zweiten Kasten Bier aufgemacht und das tschechische Märchen wird gerade realistisch. Irgendwas mit drei Nüssen. Stefan. Stefan, komm bitte vorbei. Meine ganze Familie ist hier. Die sind alle hier. Ich bin im Bad. Bitte komm her, ich brauch dich. Ist doch Weihnachten. Und bring das Bier mit! Kann ich nicht mehr machen, jetzt verlobt. Bing! Aber wenn ihr mal nach Berlin kommt, ne, wenn ihr mal nach Berlin kommt und Stadtführung machen wollt, macht das im Sommer, das ist Ende Juli bis Anfang August, beste Zeit. Macht das abends, das ist nicht ganz so voll. Und ich hatte letzten August auch so eine Tourgruppe Deutsche, wir laufen lang, ich erkläre alles so neu, alt, Mittwoch. Und laufen lang und kommen irgendwann an der Ampel. Ne? Und Ampel ist rot, ich bleib stehen, guck nach rechts, keine Autos. Guck nach links, 10 Millionen Kilometer, keine Autos. Ich so, Leute, Anarchie, ist Berlin, komm, wir gehen rüber. Ich gehe rüber, drehe mich um, steht die ganze Gruppe noch an der Ampel. Ich so, was ist denn los? Die so, das ist doch rot, wir können ja nicht gehen. Da so, Alter, wir hätten gar keine Mauer bauen müssen. Rote Ampel hätte erreicht. Wie wäre denn... Wie wäre das denn historisch abgelaufen? Wie wäre das denn historisch abgelaufen? August 61, so ein Berliner, oh Mann, ey, hier rot, ey, was soll denn das hier? Hier auch rot, na gut, Schatz, komm, wir warten. Bleiben dann stehen, 28 Jahre. John F. Kennedy kommt nach Berlin und sagt, ich bin ein Ampelmännchen. Also ich, ja. Ronald Reagan kommt nach Berlin und sagt, Mr. Gorbachev, turn the light green. Also yeah. David Hasselhoff, völlig besoffen, mit einem Burger in der Hand, auf einem Kran, mit einer leuchtenden Jacke. I've been looking for green light. Und denn am 9. November 1989 steht dieses eine Berliner Pärchen seit 28 Jahren an der Ampel. Und einer der beiden fragt dann so, Schatz, sag mal, hast du gedrückt? Und so ist die Mauer gefallen. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, Bad Dürkheim. Schönen Abend euch noch. Danke. Guten Tag. Na, noch nicht kleckgewickt? Wunderbar. Dann jetzt hier Klauf drücken und weitere Videos von uns anschauen oder uns aber abonnieren und einfach hier Klauf drücken. Schanke dön!